Das Proemium ist die fulminante Eröffnung, die ersten 7 Verse dieses großen Werkes über den Trojanischen Krieg. Sie geben einen Einblick in das Leitthema, das den Hörer durch die 24 folgenden Gesänge hindurch begleitet. Der Zorn des griechischen Kämpfers Achilleus, der sich zerstritten hat mit seinem Heerführer Agamemnon. Veni aede thea, peleia deo Achilleus, olumenem, emyri aioes alge eteken, olas liptimus psychas aidi proiatsen eror. Autus de eloria teu hecunesim, o ionois ite passi, dios et elenget obule, exudet aproda diasteten edisante atreides de anax andron, cae dios Achille. Den Groll singe, Göttin des Peleiaden Achilleus, den ganz Unseligen, der zahllose Schmerzen den Achaiern brachte und viele starke Leben dem Gott Hades zuwarf. Leben von Helden und sie selbst zum Fraß werden ließ für Hunde und für die Vögel zum Bankett. Zeus' Wille war's, der sich darin erfüllte. Von dem Moment an, da zerstritten auseinandertraten der Atreide, Herr der Männer und der göttliche Achilleus. Der Basler Homer-Kommentar ist mit 2 Stellen hier an diesem schönen Projekt beteiligt. Der weltweit Beachtung findende wissenschaftliche Gesamtkommentar zu Homer Ilias, herausgegeben von meiner Wenigkeit und Joachim Lattertsch, bei Die Kräuter, spiegelt den gegenwärtigen Kenntnisstand der Homer-Forschung auf sämtlichen traditionellen Teilgebieten Sprache, historische und archäologische Realien und Struktur umfassend wider und integriert das laufend anwachsende Wissen, wie zum Beispiel die Erzählforschung, Mykonologie, Religionswissenschaft, Oral Poetry Forschung etc. Ein inhaltlich und formal neuartiges Konzept kommt den Bedürfnissen unterschiedlicher Benutzergruppen entgegen. Adressaten sind alle Schüler, Studierende, Lehrer und Dozenten an Universität und Schule, nicht nur der Altertumswissenschaften, sondern auch aller Kultur- und Literaturwissenschaften. Und wegen des großen Erfolges wird der Kommentar seit 2015 auch ins Englische übertragen. Das SNF-Projekt wurde von Joachim Lattertsch, einem der international bedeutendsten Homeriker, im Jahre 1995 gegründet mit einer kleinen Equipe, hier mit Magdalene Stövesand und mit René Nünlis zusammen. Seit meinem Amtsantritt als Joachim Lattertsch Nachfolger im Jahre 2002 entwickelte sich das Unternehmen in gemeinsam erfolgreicher Leitung und zusammen mit einem hocheffizient arbeitenden Team von durchgehend in Basel promovierten Wissenschaftlerinnen zu einem weltweit beachteten Kommentarwerk. Ich stelle die Wissenschaftlerinnen noch schnell vor, in der jetzigen Konstellation Marina Koray und Marta Grete Spiro, und ehemalige und die immer uns treu dabei geblieben sind, Claude Brücker, René Lünlis, Magdalene Stövesand, Katharina Wesselmann und Edzard Fisser. Sie verfassen die Bücher, sie verfassen die Kommentare. Ohne sie gäbe es keinen Homer-Kommentar. Nun zu unserer ersten Stelle, Buch 3. Es geht in der Ilias ja bekanntermaßen um den Raub der Helena durch Paris, einem Schönling aus Troja. Das ist der eigentliche Kriegsgrund. Und Menelaos ist der Betrogene. Er sammelt zusammen mit seinem Bruder ein riesiges Heer und bricht auf gegen Troja. In der Ilias sind wir eigentlich im 10. Jahr, aber in Buch 3 sind wir zurückkatapultiert an den Anfang des Krieges. Das muss man verstehen. Und um den Krieg vielleicht noch zu verhindern, gibt es einen sehr fair klingenden, rationalen Vertrag. Es gibt einen Zweikampf der 2 betroffenen Männer, der 2 Konkurrenten zwischen Paris und Menelaos, dem Trojaner, dem Schönling, der natürlich nicht so gut im Krieg ist, und Menelaos. Menelaos
wird natürlich die Oberhand gewinnen, aber da kommt Aphrodite ins Spiel. Die Ilias ist ein Epos auch über die Beziehung von Liebe und Krieg. Aphrodite wird den Schönling retten, entrücken ins Schlafgemach der Helena. Und nun haben wir die große Problematik bei Helena. Was wird sie jetzt tun? Zwei Seelen sind letztlich in ihrer Brust. Wird sie dem Adelskonvent, dem Adelskodex hier folgen und zu ihrem Mann Menelaos, der der Tapfere ist, zurückkehren? Oder wird sie doch zu ihrem Schönling stehen? Und sie ist hin und her gerissen. Was soll sie tun? Das ist die Situation in dieser Geschichte. Und letztlich entscheidet sie sich dann doch für die Liebe. Aphrodite wird sie in diese Situation zwingen, auch wenn sie eigentlich nicht will. Und wir beginnen mit unserer Lesung. Ja. Ich darf noch schnell vorstellen, der Erzähler ist Professor Latatsch, Aphrodite, meine Wenigkeit, Helena, Magdalene Stövesand, Paris, ebenfalls ich. Nein. Geht's? Ist gut. Ist klar. Danke. So. Also, mein Vorredner hat bereits gesagt, es gibt einen Kampf am Anfang um Helena zwischen Menelaos und Paris. Menelaos Grieche, Paris Trojaner. Und der Kampf scheint schon fast zu Ende zu sein. Und Paris, wie wir gehört haben, der Schönling, hat offensichtlich verloren. Aber plötzlich ist Paris verschwunden. Und während noch Menelaos versucht, den Paris wegzuziehen, herauszuziehen aus dem Kampfplatz, kommt Aphrodite, wie Sie hören werden, und entführt ihn, entrückt ihn. Und diese Szene fängt also so an, derjenige, der praktisch gewonnen hat, also Menelaos, der Grieche, zieht den von ihm fast schon, wie er denkt, Getöteten hinter sich her. Und jetzt hätte er ihn hergezerrt und unsagbaren Ruhm erworben, hätte es nicht scharfen Blicks bemerkt, Zeus Tochter Aphrodite, die ihn zerriss das Band aus Leder eines kraftvoll totgeschlagenen Rindes, leer folgte da der Bügelhelm der Hand, die fest im Griff ihn hatte. Den Helm, schleuderte der Held drauf unter die Achaier mit dem guten Beinschutz, herum ihn wirbelnd, und ihn brachten fort die treu gesonnenen Gefährten. Der aber, Menelaos, sprang erneut ihn an, begierig ihn zu töten mit seiner ärzenden Lanze. Den jedoch entrückte Aphrodite ganz leicht, wie eine Göttin eben, und verhüllte ihn in dichtem Nebel und setzte nieder ihn im Schlafgewach, dem Wohlgeruch erfüllten. Selbst aber ging sie wieder fort, die Helena zu rufen, traf sie hoch auf dem Turme an. Also die ganze Szene spielt sich ja vor den Mauern der Burg Troja ab. Und oben auf der Mauer, der Stadtmauer, der Burgmauer, stehen die Frauen und die Kinder und die alten Männer, während das Heer vor der Burg
aufmarschiert ist, das Trojanische, und auf der anderen Seite ihm gegenüber das griechische Heer. Und in der Mitte hat sich dieser Zweikampf abgespielt zwischen dem Menelaos und dem Paris. Hoch auf dem Turme, der zu dem, zur Mauer gehört, umgeben rings von Trojas Frauen und fasste an, Aphrodite fasste an ihr Nektarkleid und zerrte mit der Hand dran. Und einer Greisin gleichend, sagte sie, einer schon hochbetagten Wollkrempelerin, die damals ihr, als sie in Sparta lebte, Wollsachen machte, wunderschön, und die sie herzlich liebte, dergleichen sprach zu ihr die Göttin Aphrodite: Hierher kommen, Paris ruft nach dir, du sollst nach Hause kommen, dort ist dir ja im Schlaf gemacht und auf verziertem Lager, in Schönheit strahlend und gewandt. Du würdest niemals glauben, vom Männerkampfe kommt er her, vielmehr, dass er zum Tanze aufbreche oder gerade zurück vom Tanze nun dort sitze. So sprach sie, brachte Helena das Blut vor Zorn in Wallung, und kaum, dass sie der Göttin Hals den Herrlichen erkannte und ihre Brüste voller Reiz, die Augen lebenfunkelnd, da wurde sie vor Staunen starr und sprach das Wort und sagte: Du Teufelin, was trachtest du mich dazu zu verführen? Wahrhaftig, wirst mich weiter noch in schön bewohnte Städte hinwegführen, sei es in Phrygien, im lieblichen Maionien, wenn dir auch dort ein Liebling lebt, vielleicht unter den Menschen? Weil also Menelaos nun, nachdem er Paris gottgleich besiegt hat, mich abscheuliche nach Haus zurückführen möchte, deswegen also kamst du jetzt hierher und tratest listig zu mir? Ja, setz doch du dich dort zu ihm. Sag ab den Götterpfaden und nimm nicht unter deine Füße mehr den Anstieg zum Olympos. Nein, sorg dich nur um jenen noch und hüt ihn als dein Liebstes, bis er dich zur Geliebten macht oder vielleicht zur Sklavin. Dort aber gehe ich nicht hin, das wäre ja zum Entrüsten, mit ihm das Bett zu teilen. Oh nein, die Frauen Trojas würden vereint beschimpfen mich. Nur Kummer hab ich, ohne Ende. Da sagte wutentbrannt zu ihr die Göttin Aphrodite: Reiz mich nicht auf, Verwegne, dass ich dich nicht zornerfüllt verlasse und dich dann so tief hasse, wie ich jetzt dich liebte, und dann inmitten beider Hassersinne der Tod bringend ausgeht, bei Drohern wie bei Danaern. Und du stirbst einen schlimmen Tod dann. So sprach sie. Angst schlug Helena, die Zeus entsprossene, nieder. Und also ging sie, eingehüllt im Schleier weiß und glänzend, schweigend, den Troerinnen unsichtbar. Es führte sie die Gottheit, Aphrodite, als sie in Alexanders Paris wunderschönes Haus gelangten, da machten sich die Mägde eiligst eine jede wieder an die Arbeit. Sie aber schritt ins hochgedeckte Schlafgemach, die göttliche der Frauen. Für sie griff da nach einem Lehnstuhl Aphrodite, die dem Lächeln zuneigt, brachte ihn her und stellte ihn vor Alexander auf, die Göttin. Dort setzte Helena sich hin, die Tochter Zeus des Aigishalters, die Augen abgewandt, zur Seite schalt sie ihren Mann und sagte: Zurück vom Kampf? Wärst du doch bloß dort umgekommen,
bezwungen von dem starken Mann, der früher mein Gemahl war. Natürlich, vorher hast du groß geprahlt, du seist dem Ares-Liebling Menelaos mit deiner Kraft den Armen und der Lanze überlegen. Nun geh doch, fordere doch jetzt heraus den Ares-Liebling Menelaos, zum zweiten Male gegen ihn zu kämpfen. Aber nein, ich rate dir, ganz still zu halten und dich nur nicht mit dem blonden Menelaos Mann gegen Mann in Krieg und Kämpfe einzulassen, ohne Verstand, dass du nicht bald von seinem Speer bezwungen daliegst. Paris jedoch gab ihr die Antwort mit den Worten: Frau, mach mir doch mit bösen Spöttereien nicht das Herz schwer. Denn jetzt versiegte Menelaos gegen mich mit Hilfe der Athene. Ein andermal jedoch ich gegen ihn. Denn Götter stehen auch uns bei. Jetzt aber komm und lass in Liebe hingelagert uns erfreuen. Denn niemals noch hat die Begier die Sinne mir derart umdunkelt. Auch nicht, als ich dich allererst aus Lakedaimon, dem Geliebten, entrissen hatte und dahinfuhr auf den Schiffen, die das Meer durchsegeln, und auf der Felseninsel mich in Liebe und Umarmung mit dir einte, so sehr, wie ich dich jetzt begehre und mich süße Sehnsucht festhält. Sprach es und ging voran zum Lager, und es folgte ihm die Gattin. Die also legten sich zum Schlafe nieder, auf dem wohlgefügten Bette. Nachdem der Konflikt also durch den Zweikampf nicht gelöst wird, beraten die Götter, ob sie dem Krieg ein Ende setzen sollen oder nicht. Hera ist von ihrem erbitterten Hass gegen die Trojaner geblendet und drängt darauf, den Krieg fortzusetzen. Athena wird zu den Trojanern geschickt, um diese zum Brechen des Waffenstillstands zu bewegen. Es folgt eine Schlacht, an der auch die Götter teilnehmen. Da die Trojaner in schwere Bedrängnis geraten, eilt der Troer Hektor zurück in die Stadt, um die Frauen aufzufordern, im Athena-Tempel die Göttin zu bitten, die Wut der Griechen zu stoppen. Dabei trifft Hektor auf seine Frau Andromache mit ihrem kleinen Kind. Im Dialog, der sich zwischen den Ehegatten entspinnt, kommt der Konflikt zwischen heroischen Werten und Verpflichtungen gegenüber der Familie in Kriegszeiten zutage. Dunque gli venne incontro e con lei andava l'ancella, portando in braccio il bimbo, cuore ingenuo, piccino, il figlio d'Ettore amato, simile a Vagastella. Ettore lo chiamava Scamandrio, ma gli altri Astianatte, perché Ettore salvava io lui solo. Egli, guardando il bambino, sorrise in silenzio, ma Andromache gli si fece vicino, piangendo, e gli prese la mano, disse parole, parlò così. Misero, il tuo coraggio ti ucciderà. Tu non hai compassione del figlio così piccino, di me sciagurata, che vedova presto sarò. Presto ti uccideranno gli Achei, balzandoti contro tutti. Oh, meglio per me scendere sottoterra, priva di te, perché nessun'altra dolcezza, se tu soccombi al destino, avrò mai, solo pena. Il padre non l'ho, non ho la nobile madre. Il padre mio, Achille glorioso, l'ha ucciso, e la città ben fatta dei cilici atterrato, tebbe alte porte. Egli uccise Ezione, ma non lo spogliò, che ne beteva in cuore, e lo fece bruciare con le sue armi belle, e gli versò la terra del tumulo sopra. Piantarono olmi intorno alle ninfe montane, figlie di Zeus e Gioco. Erano sette i miei fratelli dentro il palazzo, ed essi tutti in un giorno scesero all'ade di freccia. Tutti li uccise Achille glorioso e rapido piede, accanto ai bue gambe storte, alle pecore candide. La madre, che regnava sotto il placo selvoso, poiché qui la condusse con tutte le ricchezze, la liberò, accettando infinito riscatto. Ma là, in casa del padre, la colpì Artemide Arcera. Ettore, tu sei per me padre e nobile madre, fratello, tu sei il mio sposo fiorente. Ah, dunque, abbi pietà, rimani qui sulla torre, non fare orfano il figlio, vedova la sposa. Ferma l'esercito presso il caprifico, là dove è molto facile assalire la città, più accessibile il muro. Per tre volte, venendo in questo luogo, l'hanno tentato i migliori compagni dei due Aiaci, di dominio famoso, compagni degli Atridi, del forte figlio di Tideo. O l'abbia detto loro, chi ben conosce i responsi, oppure ve li spinga l'animo stesso e li guidi.
E allora Ettore Grande, il m'abbagliante, le disse: «Donna, anch'io sì, penso a tutto questo, ma ho troppo rossore dei teucri, delle troiane lungo pelo, saresti come un vile, lontano dalla guerra. Non lo vuole il mio cuore, perché ho preso a essere forte sempre, a combattere in mezzo ai primi troiani, al padre procurando grande gloria e a me stesso. Io lo so bene questo, dentro l'anima e il cuore. Giorno verrà che Ilio Sacra perisca, e Priamo e la gente di Priamo buona lancia. Ma non tanto dolore non avrò per i teucri, non per la stessa Ecuba, non per il sire Priamo e non per i fratelli, che molti e gagliardi cadranno nella polvere per mano dei nemici, quanto per te, che qualche acheo chitone di bronzo trascinerai via piangente, libero giorno togliendoti. Allora, vivendo in Argo, dovrai peraltro tesser tela e portare acqua di Meseido e Perea, costretto a tutto. Grave destino sarà su di te. E ti dirà qualcuno che ti vedrà lacrimosa. Ecco la sposa d'Ettore, che era il più forte a combattere fra troiani, domatore di cavalli, quando lottavano per Ilio. Così dirà allora qualcuno, sarà strazio nuovo per te, priva dell'uomo che schiavo giorno avrebbe potuto tenerti lontano. Morto però mi imprigioni la terra su me riversata, prima che io le tue grida il tuo rapimento conosca». Diese beiden Ausschnitte aus dem 10. Gesang der Ilias stehen auf einem Papyrusstück, das in Basel aufbewahrt wird und das Sie auf dem ersten Plakat sehen. Auf der Vorderseite sind die Verse 102 bis 112 erhalten und auf der Rückseite die Verse 137 bis 147. Agamemnon, der Heerführer der Griechen, hat sich mit einem seiner hervorragendsten Kämpfer zerstritten, mit dem Helden Achilleus. Agamemnon hat nämlich dem Achilleus seine Kriegsbeute weggenommen, das schöne Mädchen Briseis. Deshalb weigert sich Achilleus weiterzukämpfen. Die Kampfkraft der Griechen geht nun spürbar zurück, sodass Menelaus und Agamemnon, die beiden Anführer der Griechen, nachts vor lauter Sorgen nicht schlafen können. Die beiden beschließen, mitten in der Nacht die hervorragendsten Kämpfer zur Beratschlagung zu versammeln. Agamemnon geht den Nestor wecken, der ihn bereits etwas beruhigen kann. Ihm antwortete darauf der Gerenier, der Rosselenker Nestor: «Atreus Sohn, Ruhmvollster, Herr der Männer Agamemnon, schwerlich wird dem Hektor alle Gedanken der ratsinnende Zeus vollenden, so viel er jetzt wohl erhofft. Sondern ich meine, er wird sich mit noch mehr Kümmernissen plagen, wenn Achilleus wieder aus dem leidigen Zorn sein Herz umwendet. Dir aber folge ich gern, und dazu wollen wir noch andere wecken. Den Tideus Sohn, den Speerberühmten, und Odysseus, und den schnellen Aias, und des Phyleus wehrhaften Sohn. Aber wollte einer hingehen und auch dieser rufen, den gottgleichen Aias und Idomeneus, den Herrn.» Nachdem Nestor dies gesprochen hat, macht er sich bereit, um seinen Worten Taten folgen zu lassen. Er zieht sich an und geht den Odysseus weg. Zuerst weckte dann den Odysseus, dem Zeus gleichwiegend an Einsicht, aus dem Schlaf der Gerenier, der Rosselenker Nestor, ihn anrufend, und schnell umkam ihm der Ruf die Sinne. Und er kam aus der Hütte und sagte zu ihnen die Rede: «Was irrt ihr so bei den Schiffen durch das Lager, allein durch die ambrosische Nacht? War eine so große Not gekommen?» Ihm antwortete darauf der Gerenier, der Rosselenker Nestor: «Zeus, ein Spross der Laertes Sohn, reich an Erfindungen, Odysseus, verarge es nicht, denn ein solcher Kummer hat überwältigt die Achaier. Doch komm mit, dass wir auch einen anderen wecken, dem es zukommt, Ratschlüsse zu beraten, ob wir fliehen sollen oder kämpfen.» Eine Beschreibung des Schildes, den der Schmiedegott Hephaistos dem Achilleus schmiedet. Sie werden gleich merken, warum diese Passage besonders für Historiker wie mich speziell interessant ist. Nachdem sich Achilleus nämlich aus dem Kampf zurückgezogen hatte, gewannen die Trojaner unter der Führung ihres größten Helden Hektor, des Königssohnes, die Oberhand. Sie konnten sogar bis ans griechische Lager mit den Schiffen vordringen. Die Lage der Griechen wurde kritisch. Darin war Patroklos, Zeltgenosse und bester Freund des Achilleus, dieser möge ihn mit dem Kontingent, den Myrmidonen, an den Gefechten teilnehmen lassen. Also die Myrmidonen sind die Gefolgsleute des Achilleus.
Achilleus gestattet das und rüstet seinen Freund sogar mit seinen exquisiten Waffen aus. Doch Patroklos wird von Hektor mit Hilfe des Gottes Apollon erschlagen. Hektor erbeutet auch die Waffen des Achilleus. Dieser gerät nun erneut in Zorn und will Patroklos rächen. Da er aber seiner Waffen verlustig gegangen ist, eilt die Nymphe Tethys, seine Mutter, zu Hephaistos, dem Gott der Schmiede, und bittet diesen, neue Waffen für Achilleus zu verfertigen. Dieser macht sich sogleich ans Werk und schmiedet einen prunkvollen Schild. Hier setzt der Text ein. Zunächst wird die Machart des Schildes beschrieben, danach und hauptsächlich aber die Bilder, mit denen er geschmückt wird. Der Dichter nutzt dies, um eine Welt im Kleinen darzustellen. Erde, Sonne, Gestirne, Meer und besonders zwei Städte gehören dazu. Die eine Stadt lebt im Frieden, eine Hochzeit wird gefeiert und ein Gerichtshändel ausgetragen. Die andere Stadt wird überfallen und ihres Reichtums, der Rinder und Schafherden, beraubt. Diese Szenen erlauben einen einmaligen Einblick in die Welt des archaischen Griechenland. Ihre Vorstellungen, ihre Kultur, ihre politische Organisation, ihre soziale Struktur und ihre Religiosität. Und nun setzt der Text ein. Er machte aber als das allererste einen Schild, so groß wie wuchtig, ihn rings kunstvoll verzierend und schlang einen Rand drum, glänzend, dreischichtig, glitzernd und aus dem heraus ein Tragband, silbern. 5 waren an der Zahl am Schilde selbst die Schichten, auf ihm aber erschuf er viele Kunstgebilde mit erfahrener Einfallsgabe. Darauf schuf er die Erde, drauf den Himmel, drauf das Meer auch, die Sonne auch, die nimmermüde, und den Mond auch, wenn er voll ist. Darauf die Zeichen allesamt, mit denen ja der Himmel rings begrenzt ist, die Plejaden und Hyaden und Orions Kraft auch. Und auch den Arktos, den sie mit Beinamen auch den Wagen nennen und der am gleichen Ort im Kreis sich dreht und Orion belauert. Und einzig an den Bädern im Okeanos, das ist das Meer, das sich rund um die Erde zieht, nicht teilhabt. Darauf, also auf dem Schild, erschuf er auch 2 Städte der schwächlichen Menschen, gar schöne. In der einen fanden Hochzeitsfeiern statt und Festgelage, denn Bräute aus den Frauenkammern unter hell brennenden Fackeln geleitete man durch die Stadt. Und laut erhob sich da der Hymenaios, der Hochzeitsfeier. Und junge Männer drehten sich im Tanz, und unter denen ließen die Flöten und Formingen ihren Ruf erschallen. Und die Frauen, die standen und bewunderten es unter ihren Türen jede. Die Männer aber waren auf dem Platz versammelt. Dort war ja ein Streitfall entstanden. Stritten sich doch da 2 Männer um das Wehrgeld für einen umgebrachten Mann. Der eine sagte aus, bezahlt habe alles, und legte das der Menge dar. Der andere bestritt, er habe nichts erhalten. Und beide strebten an, mit einem Schiedsmann den Entscheid für sich zu holen. Die Leute aber riefen beiden Beifall zu, als Helfer beider Seiten. Herolde aber hielten Ruhe in der Menge. Und die Ältesten indessen, die saßen auf polierten Steinen rings im heiligen Kreise und hielten Stäbe der laut rufenden Herolde in den Händen. Mit denen standen sie dann eilends auf und sprachen Zug um Zug ihr Urteil. Es lagen aber in der Mitte freilich 2 Talente Goldes, bereit, sie dem zu geben, der da unter ihnen am geradesten Recht spräche. Doch um die andere Stadt herum, da saßen 2 Heerhaufen Kämpfer in Waffen strahlend. Zwiefach aber war der Plan, der ihnen gut schien, entweder sie ganz zu zerstören oder in 2 Hälften alles aufzuteilen, so viel Besitz die reizend schöne Stadt halt in sich schlösse. Die aber gaben nicht nach. Für eine Falle rüsteten sie insgeheim sich. Die Mauer hüteten die lieben Gattinnen und die kleinen Kinder, die oben standen, unter ihnen aber auch die Männer, die das Alter hemmte.
Die aber gingen los, es führte sie Ares mitsamt Pallas Athene, beide in Gold, denn goldene Gewänder hatten sie sich angezogen, schön alle zwei und groß, mit Rüstungen, wie sie halt Göttern eigen Ares und Athene. Ringsum hell strahlend, doch die Krieger drunter waren kleiner. Die aber, als sie angekommen waren, wo es ihnen gut schienen, aufzulauern am Fluss, meine Tränke war für alle Weidetiere, da setzten sie sich hin, bedeckt mit ihrem Funkelerze, und für sie setzten sich seitab entfernt zwei Speer von den Kriegern nieder, abwartend, wann sie Schafe sehen und gehörnte Rinder. Die aber tauchten bald schon auf, und es kamen mit zwei Hirten. Mit Hirtenflöten sich ergötzen, und von einer List ahnten sie nichts. Die aber, die sie schon von Weitem sahen, rannten hin, und schnell dann schnitten sie rings die Rinderherden und die schönen Herden der weißen Schafe ab und töteten zudem die Lämmerhirten. Die anderen aber, als sie nun den lauten Lärm vernahmen bei den Rindern, vor den Sprechplätzen sitzen, stiegen unverzüglich auf die Wagen, die schnellfüßig gezogen, und setzten nach, waren rasch am Ziele und kämpften, aufgestellt, den Kampf entlang des Flusses ufern und warfen einander mit den erdgeschlagenen Lanzen. Sie aber stritten handgemein, so wie Lebendgesterbliche, und kämpften und zogen die Leichname beiderseits hinweg, die der Gefallenen. Dies ist nun bereits die zweite Passage, die auf einem Papyrus niedergeschrieben ist, der hier in Basel aufbewahrt wird. Was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, Sie sehen die beiden Papyri nicht nur hier auf dem Plakat, sondern im Moment sind sie auch in der Universitätsbibliothek ausgestellt. Endlich wird der Konflikt zwischen Agamemnon und Achilleus gelöst. Agamemnon bietet Achilleus Geschenke an und gibt ihm Briseis unberührt zurück. Doch Achilleus beschäftigt etwas anderes. Sein enger Freund Patroklos ist im Kampf gefallen. Dies rüttelt Achilleus dermaßen auf, dass er Patroklos sofort rächen will und deshalb möglichst schnell zum Kampf gegen die Trojaner blasen möchte. En réponse lui dit Achille pied rapide: Atride glorieux, prince des hommes, Agamemnon. Si tu veux me faire des cadeaux, comme il convient, garde-les chez toi. Maintenant, pensons surtout à la guerre. Il ne faut pas rester ici à bavarder, à perdre son temps. Il y a encore beaucoup à faire. Il faut qu'on voie Achille au premier rang, ravageant avec la pique de bronze les phalanges des Troyens. Que chacun de vous songe à se battre contre un homme. Doch da wird der aufbrausende Achilleus von seinem weisen und zurückhaltenden Kampfgefährten Odysseus gebremst in seinem Eifer. Das zeigt ganz gut das Typische dieser beiden Charaktere. Odysseus schlägt vor, dass sich Agamemnon und Achilleus zuerst bei einem Mahl formell versöhnen sollen und auch die Kämpfer sollen gespeist werden. Ebenfalls möchte Odysseus vor dem Kampf den gefallenen Patroklos bestatten. Doch mit diesen Verzögerungen ist Achilleus gar nicht einverstanden. Deshalb tadelt ihn sein weiser Freund Odysseus. En réponse lui dit Ulysse le Subtil: Achille, fils de Pélée, le plus fort des Achéens, plus grand que moi et plus fort et pas de peu avec la lance. Mais moi, pour l'esprit, je te dépasse, et de beaucoup. Je suis né le premier et j'en sais plus long. Que ton cœur s'emplisse de mon dire. Les hommes en ont vite assez de la guerre. Le bronze jette à terre force chaume, mais la moisson est pauvre. Qu'en fait penser la balance Zeus, qui est l'intendant de la guerre des hommes. Ce n'est pas avec le ventre que les Achéens mènent le deuil. Trop nombreux, en rang serré, tous les jours ils tombent. Dans la peine, peut-on reprendre haleine? Celui qui est mort, il faut l'enterrer, avec un cœur sans pitié, après l'avoir pleuré tout le jour. Mais ceux qui réchappent de la guerre cruelle, qu'ils songent à boire et à manger, pour que mieux, contre les ennemis, nous nous battions sans trêve. Le corps vêtu de bronze sûr. Ensuite, que personne ne s'attarde à attendre un second appel.
Cet appel fera le malheur de quiconque est resté sur les bateaux des Argiens. Marchons ensemble et réveillons l'Arès mordant contre les cavaliers troyens. Diese Szene ist erneut ein Höhepunkt der Ilias. Die Ilias ist ja bekanntermaßen eine Episode im 10. Jahr des Trojanischen Kriegs. Ich sage immer dazu, ein Streit zwischen zwei Alpha-Tieren um ein Beutemädchen. Zwischen Agamemnon und Achill. Achill zieht sich bekanntermaßen im Groll zurück. Und dieser Rückzug, der hat eben Folgen für das Kriegsgeschehen. Die Griechen geraten in eine militärisch gefährliche Lage, worauf schließlich sein engster Freund Patroklos zur Entlastung in dessen Rüstung, wie wir gehört haben, an seiner Stadt schließlich in den Krieg zieht. Und nach kurzen erfolgreichen Kämpfen gelingt es jedoch Hektor, dem Anführer der Trojaner, Patroklos, den Todesschlag zu versetzen. Er wurde eigentlich von seinem Freunde gewarnt. Rasend vor Schmerz entsagt nun Achilleus seinem Groll, bricht in einem berserkerartigen Lauf zu einem Rachefeldzug auf und tötet schließlich im 22. Buch den guten Hektor. Er verweigert ihm auch noch ein Begräbnis und schändet in seinem unsäglichen Schmerz auch noch seine Leiche. Und nun der Höhepunkt, der alte Priamos, der König von Troja und Vater des Hektors, macht sich nun in einer Nacht- und Nebelaktion ganz alleine auf Achilleus, um die Herausgabe des Leichnams mit einer gehörigen Geldsumme zu bitten. Er schafft es trotz aller Gefahren mit göttlicher Hilfe ins feindliche Lager zu gelangen und Achilleus in einer Hekesie, in einer Supplikation feierlich anzuflehen. Einer solchen Hekesie sollte man eigentlich Folge leisten, dafür garantiert eigentlich Zeus. Diese Supplikation wird aber nur teilweise zunächst Folge geleistet. Die Herausgabe wird eben lange, lange verzögert. Und Achill ist letztlich die eingebaute Verzögerung in diesen langen, langen Epos von 24 Büchern. Und was wir in der Szene auch sehen werden, Achill versucht eben durch eine großartige Allegorie gewissermaßen seine Schuld irgendwie abzustreifen. Und eben zu sagen, was hilft das Klagen, ertrag es mit dem Gejammer, können wir letztlich Tote nicht mehr lebendig machen. Lange bleibt also der Ausgang in der Schwebe, bis sich die Feinde in der gemeinsamen existenziellen Erfahrung des Leids und der Conditio Humana, nämlich dass das Leben aller Menschen auf den Tod bezogen bleibt, für einen ganz kurzen Moment nahe kommen und verständigen, sodass das Unmögliche doch noch gelingt. Das also unsere Szene und wir beginnen zu lesen. Ja, zunächst auf Griechisch, damit die Originalsprache auch mal um die Ohren kreist. Tu stelat es elton peramos negas, anchidarastas hersen achilleos labegulata, kai kyse cheiras, deinas androphonus, hai hoipole ask tanon hyas. Host hot an andre arte pycine labe, host eni patre fota catacte in as, alon exigeto demon, andros es afneu, tambos de her es oro untas, host Achilleus, tam beden idon preamonte oede, tam besande kai alloi, es alle luste idonto. Und das auf Deutsch. Da kam von denen unbemerkt der große Priamos herein,
und nah herangetreten, erfasste mit den Händen er Achilleus Knie und küsste seine Hände. Die fürchterlichen, Männermordenden, die viele Söhne ihm getötet. Und so wie wenn ein Mann, der schwer verblendet in der Heimat jemanden umgebracht hat und danach in fremder Leute Land kam, in eines reichen Mannes Haus und Staunen hält dies Sehen im Banne, so fasste auch Achill ein Staunen, als er Priamos gottgleich erblickte, und Staunen fasste auch die anderen, und sie blickten aufeinander. Und da sprach flehend Priamos zu ihm die Worte: Denk jetzt an deinen Vater, du den göttergleichender Achilleus, an ihn, der gleich alt ist wie ich, am Rand des unglückseligen Alters. Auch jenen werden wohl die Leute, die ihn rings umgeben, bedrängen. Aber da ist keiner, Unheil und Verderben abzuwehren. Jedoch, wenn jener über dich vernimmt, du seist am Leben, da freut er sich im Stillen und erhofft sich alle Tage, wiederzusehen den lieben Sohn, wie er von Troja heimkommt. Ich aber bin ein ganz Geschlagener, da ich Söhne zeugte, die Besten im weiten Troja waren. Doch von denen, sage ich, ist mir keiner übrig. 50 habe ich gehabt, als hergekommen sind die Söhne der Achaier. 19 davon entstammten mir aus gleichem Mutterleibe. Die anderen gebaren mir im Haus die Frauen. Den meisten davon hat der ungestüme Ares dann gelöst die Knie. Der aber für mich einzig war und der die Stadt und ihre Leute schützten, den hast du jüngst getötet, als er für sein väterliches Land sich wehrte. Hektor, um dessen Willen komme ich jetzt zu den Schiffen der Achaier, um loszukaufen ihn von dir und führe mit mir eine hohe Freikaufsumme. Allai Deioteus Achilloi auton Eleison Mnesamenos Supatros ego Eleinotarosper et len hoi upotis epichtonios protosallos Andros paido von euer Potisto Macher Oregestai. Hab Ehrfurcht vor den Göttern und erbarme dich, Achilleus, meiner, und denk dabei an deinen Vater. Ich indes bin noch erbarmenswerter, hab ich doch über mich gebracht, was noch kein anderer Sterblicher auf Erden des Mannes Hände, der ihm seinen Sohn erschlug, zum Munde zu führen. So sprach er, denn dem erweckte er damit den Drang zur Klage um den Vater. Und also griff er seine Hand und schob ganz sanft den Alten von sich. Und beide sanken in Erinnerung. Der eine dachte an den Männertöter Hektor und weinte heftig vor den Füßen des Achilleus hingekauert. Achilleus wiederum beweinte seinen Vater und dann wieder den Patroklos. Ein Stöhnen ging von innen aus im ganzen Hause. Doch als am Klagen sich befriedigt hatte dann der göttliche Achilleus, und in der Drang danach gewichen war aus Brust und Gliedern, erhob er sich sogleich vom Stuhl und zog den Alten an der Hand hoch. Voll Mitleids mit dem grauen Haupt und mit dem Kinn dem Grauen, und sprach ihn an und richtete die Worte, die gefiederten, so an ihn: Ach, Armer, ja, du hast viel Schlimmes durchgemacht in deinem Herzen.
Wie hast du es über dich gebracht, zu gehen zu den Schiffen der Achaier, ganz alleine, unter die Augen dieses Mannes hier, der dich dir doch so viele edle Söhne getötet hat? Aus Eisen ist dir ja das Herz wohl. Doch komm, jetzt lass dich nieder auf dem Stuhl. Die Schmerzen aber trotzdem, die wollen wir im Innern ruhen lassen, wenn auch tief bekümmert. Ergibt sich doch kein Nutzen aus der schauerlichen Klage. So haben es die Götter ja den armen Menschen zugesponnen, zu leben in der Kümmernis. Sie selbst indes sind sorglos. Zwei Fässer nämlich stehen wohlverwahrt bei Zeus am Estrich, von Gaben, so wie er sie gibt, von Schlechtem dies, das andere von Gutem. Der, dem nun Zeus der Donnerfrohe gibt, wenn er gemischt hat, derjenige stößt bald auf Schlimmes, bald auf Gutes. Doch der, dem er vom Jammervollen gibt, den macht er zum Verpönten, und schlimmer Dauerhunger treibt den hin über die gottgegebene Erde, ein Wanderer, von Göttern nicht geehrt noch Menschen. So gaben auch dem Peleus zwar die Götter glänzende Geschenke gleich von Geburt an, denn er zeichnete sich aus bei allen Menschen durch Glück und Reichtum, herrschte bei den Myrmidonen. Ja, es bestimmten ihm, dem Sterblichen, gar eine Göttin sie zur Gattin. Jedoch auch diesem hat der Gott ein Unglück auferlegt, dass gar kein Nachwuchs im Hause ihm erwuchs von Söhnen, die dann herrschen könnten. Und er nur einen Sohn erzeugte, einen ganz unzeitig tot geweihten. Und den kann ich jetzt, wo er altert, nicht einmal betreuen, weil ich so fern ab der Heimat in Troja sitze, Kümmernisse bringend über dich und deine Kinder. Auch du bist, Alter, früher zwar, so hören wir, im Glück gewesen. So viel wie Lesbos hoch im Meere sitzt des Makar in sich einschließt und Phrygien oberhalb und dann der Hellespont, der endlos weitet. Vor diesem Alter hast an Reichtum und an Söhnen, sagt man, du hervorgestochen. Jedoch, nachdem dir dieses Leid die Uranionen brachten, hast du stets Kämpfe um die Stadt vor dir und Tötungen der Männer. Ertrag's. Und klage nicht unausgesetzt in deinem Herzen. Du wirst ja nichts bewirken mit der Trauer wegen deines Sohnes und wirst ihn nicht erstehen lassen. Eher wirst du weiteres Ungemach erleiden. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Freitag und ein wunderschönes Wochenende. Genießen Sie Ihr Leben. Vielen Dank.